Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier vom Kanal Wikingwolpi. Mischen wieder Apex Legends und es ist soweit, Season 9 ist draußen. Oh mein Gott, es ist jetzt 7:15. Um 7 kam das Update raus. Auf der PlayStation hat man das ja schon preloaden können. Das wird heute mal schon im Vorhinein runterladen können, damit wir pünktlich um 7 Uhr fangen können. Das heißt, PlayStation ist vor Xbox und PC dran. Das ist super geil. Das Problem ist, es gab wieder Probleme mit irgendwie Origin und so, keine Ahnung. Und den EA-Servern. Ich bin auf jeden Fall ewig in die Reihe. Jetzt um 7:15 habe ich es endlich reingeschafft. Oh, das erste, was erstmal gemacht werden muss, ist natürlich die neue Legende zu kaufen. Habe ich schon lange gemacht. Wir holen uns hier natürlich mit Legenden-Token. Valkyrie. Eventuell mein neuer Main. Ja, ich habe die schon super geil gefunden. Hier vom Ausschauen her. Beziehungsweise nicht vom Ausschauen eigentlich. Sondern grundsätzlich einfach, weil sie ein Jetpack hat. Das ist das, was mich besonders hyped macht. Wir schauen erstmal die legendären Skins durch. Wir haben einmal den hier, recht bunt. Den hier, schaut ganz nice aus. Von der Farbe ein bisschen so wie diese aus Halo, ich weiß nicht genau, wie die passen. Schaut aus wie Göttin. Und nur mehr Göttin. Schaut ganz nice aus, wir schauen, wie schaut der System-Hack aus. Ui, uff. Den hol ich mir aber instant. Sehr nice, der schaut ja krank aus. Ihr wisst ja, ich habe fast bei jeder Legende den System-Hack-Skin, ich mag einfach grün. Genau, ansonsten haben wir natürlich wieder neue Musik und so, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ah ja, und ich habe diesen Diamond-Dings gekriegt, weil ich letzte Season Diamond One bin. Genau, dann schauen wir mal im Battle Pass die wichtigsten Sachen. Es gibt einmal hier den Spitfire-Skin, der passt zum Wraith-Skin, den ich nachher nutze. Finde ich persönlich ziemlich hässlich. Dann haben wir noch einen Octane-Skin, den wir vor Anfang auch gekriegt. Heute wird jetzt den Müll-Skin. Auch. Naja, der geht sogar. Naja, der ist auch hässlich. Sagen wir so, ich finde, es gab schon wesentlich bessere Battle-Pässe. Also vor allem, ich glaube, welchen habe ich zuerst gehabt? Der auf jeden Fall, wo die G7 drin war. Ich glaube, das war Season 6 oder Season 7. Nein, ich glaube, es war Season 6. Da, wo die G7 Scout im Battle-Pass war, das war noch ein richtig geiler Battle-Pass. Danach fand ich alle eher schwach. Das Geile ist, es gibt jetzt Ground-Emotes, dazu komme ich später nochmal. Es gibt aber neue Holo-Sprays. Nichts Besonderes. Hier ist nochmal Rampart-Skin. Auch hässlich, uff. Naja, gut, sagen wir so, mal Kunde nehmen, aber da finden die den ich hab, wesentlich schöner. Naja, Geschmackssache. Stopp. Naja, ich finde die Skins, die Season, wie gesagt, nicht so nice. Letzte Season fand er schon nicht so nice. Die Level 110er Waffen-Skins schon eigentlich immer geil aus. Aber die. Oh, uff. Sagen wir so, ich fand den hier schon übertrieben schlecht. Den hier. Ich meine, was ist das denn bitte? Hässlich. Aber. Das ist eine neue, das ist eine neue Liga. Aber bevor es jetzt so ausschaut, als ob ich hier so rumhaten darf. Ich liebe das Game natürlich trotzdem. Auch wenn mir jetzt unbedingt die Skins nicht gefallen. Aber, naja, die Level 100er und 110er Waffenskins sind dagegen immer krank. Die Skydive Emotes sind krank. Die Holos Rays sind krank. Den da kann man nehmen, aber ist wesentlich hässlicher als der, den ich jetzt schon hab. Oh, hören wir nochmal die Musik. Die ist echt nice. Okay, gehen wir hier zu dem Caustic Skydive Emote. Den haben wir auch schon in so einer Vorschau gesehen, der schaut ziemlich cool aus. Was finde ich nicht ganz so zu seinem Charakter, weil Caustic eher so der brutale Wissenschaftler ist und nicht so der tollpatschige Typ, der so aus seinem Dings runterfällt. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben noch einen Skydive Emote für direkt Valkyrie. Schaut auch ziemlich cool aus mit diesen Raketen, die sie da rausschießt. Gefällt mir soweit eigentlich sehr gut, schaut wirklich krank aus. Sehr guter erster Skydive Emote für die Legende. Dann haben wir da noch so einen Flatline-Skin. So, jetzt gehen wir zum Level 100er Devotion-Skin. Oh, krank, ich hab mir fast gedacht, dass das Level 110er ist. Aber den anderen finde ich sogar persönlich vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Wobei, wenn ich ihn hier so schauen kann. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht finde ich doch den Level 100er schöner. Ne, schaut auf jeden Fall ziemlich krank wieder aus. Ansonsten gibt es hier wieder so ein Badge. Und durchbringend mit dem Compound Bow. Ist auch die neue Waffe. Genau, ansonsten gehen wir zu Loadout. Ich werde halt schon auffallen, sei. Ja, es gibt eine neue Kategorie und zwar Präzisionswaffen im englischen Marksman. Dazu kennt G7, Triple Take, 30-30 und der neue Compound Bow. Da gehen wir einmal kurz die legendären Skins durch. Der schaut nice aus. Und finde ich, hat sich gar nicht so viel verändert. Der schaut nice aus. Der schaut, naja, in Ordnung aus. Finde ich ganz nice. Übrigens gibt es hier nur kleine Änderungen hier, wenn man diese Dinger hier quasi ausschaut. Und zwar kommen wir jetzt hier aus, wenn ich weiß nicht, ob das überall geht. Ne, ich glaube, das geht nur bei Plaketten.
Und zwar nur die, die man besitzt, und alle kann ich auswählen. Beziehungsweise, ich glaube, das ist hier nur das sind mal die, die man besitzt. Club, Event. Naja, dann werden die auf jeden Fall so unterteilt. Das ist ziemlich nice. Okay, dann schauen wir mal zu dem Modi. Und zwar hat sich hier jetzt natürlich einiges verändert. Es gibt einmal Rank. Ich bin hier schon Gold 2, weil ich letzte Season eben Platin geworden bin. Dann gibt es hier Arenen. Kann man da selber die Map auswählen? Das war ja cool, wenn das ging, aber ich glaube nicht. Alle 15 Minuten wechselt der, okay. Man konnte nicht wirklich auswählen. Es gibt immer drei Maps gleichzeitig. Also es gibt einmal immer die zwei ja, selbst kreierten Maps für den Arena-Modus. Das sind hier Partycrasher und Phasenläufer. Und dann gibt es eine Map aus dem King's Canyon und eine aus dem World's Edge. Das ist hier in diesem Fall Artillerie. Für World's Edge gibt es nur diese, ich weiß nicht, Lava City oder so heißt die. Genau, aber die wechseln, glaube ich, wöchentlich. Genau, ansonsten, ja, man findet hier das Training, findet man hier oben und den Schießstand findet man auch hier oben. Ansonsten gibt es nur Duos und Trios und eben, wie gesagt, hier die zwei. Jetzt dann springen wir erstmal in den Schießstand und die zeige ich alle Änderungen, die es bis jetzt gibt. Oh mein Gott, ich bin in der Gamekammer, endlich. Puh, das hat so also ungefähr eine halbe Stunde dauert, aber ich bin jetzt drin. Geil. Hui, wie fliegt denn die? Okay, das war gerade nicht ganz geplant, das war mehr oder weniger eh aus Versehen. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall was in die Einstellungen umstellen, habe ich schon was im Vorhinein dazu gehört. Puh, das war jetzt ein bisschen rasant, aber ich fange einfach erstmal direkt mit den Fakten an. Ich habe mir das erst aufgeschrieben, damit es möglichst schnell geht. Am Ende wollen wir nur eine Runde gehen. Ja, wir fangen erstmal um mit ihren Fähigkeiten. Und zwar hat sie einmal hier ihre Raketen. Man kann ja anscheinend da direkt auf Spiele anvisieren, die bleibt da ziemlich lang drauf. Wir probieren das Ganze einfach mal aus, man kann das Ganze am Flugbahn. Macht 25er oder 34er, hätte ich vermutlich mehr 25er Umgebungshits. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es manchmal trotzdem ein Uhrzeug hat. Wir probieren das Ganze nochmal. Oh, das war ja komplett daneben. Der fliegt auf jeden Fall ziemlich interessant. Ne, das Flugsystem muss ich auf jeden Fall nur ein bisschen rausbringen, ja. Aber damit habt ihr ihre passive Fähigkeit ja schon gesehen. Sie können fliegen mit ihrem Jetpack. Das ist super cool. Das ist wahrscheinlich die geilste Passive im Spiel. Genau, ansonsten ihr Ulti, lade ich einfach mal kurz auf. So, wir haben unser Ulti, denn mit ihrer Ulti können wir nämlich auch nur ihre zweite passive Fähigkeit durchschauen. Und zwar Rotalarm, alle Systeme in können Kampfbereitschaft. sie hier. Okay. Wir sehen es hier, sie startet quasi in Skydive. Wir kämen in unsere Sonderansicht. Dabei sehen wir so Gegner markiert, den uns schon gerade nicht. Das bedeutet vermutlich erst, wenn wir losfliegen. Na, wir kriegen, wie gesagt, so ein Interface quasi. So ein besonderes. Und jetzt können sie theoretisch in dieser Zeit unsere Teammates an uns einklinken. Und wenn wir dann R2, um bereit zu drücken, ja, drückt man eben. Dann starten wir da oben zum Fliegen. Das Ganze geht ziemlich schnell. Und wir starten dann in den Skydive. Ich kann mir sehr gut vorstellen, aber dass sie wir werden dadurch. Sich bald wünschen, dass das ihr einziges Problem ist. Okay, diese Bots werden anscheinend gerade nicht erzeugt. Übrigens, ihr dritte Passive ist, da sie Aufklärung der Legende ist, dass sie, so wie die anderen Aufklärenden Legenden, den Ringsuch aktivieren können. Genau, ansonsten mag ich euch nur mit sagen, man konnte hier in die Einstellungen gehen. Und unter Gameplay findet man dann hier Jetpack-Steuerung. Ich habe das auf Halten umgestellt. Denn wenn man das auf Umschalten hat, dann drückt man quasi Doppel-X und dann fliegt sie automatisch so lang nach oben. Bisschen überkunden oder man drückt wieder Doppel-X und dann fällt man wieder runter. Ja, steuert sie wesentlich besser, das kann ich euch ja allen empfehlen, wenn ihr Jetpack-Steuerung hier auf Halten macht. Denn dann, wir wechseln im Erfolg wieder, damit wir vollen Treibstoff haben, könnt sie einfach loslassen, wenn ihr runter wollt. Dadurch steuert sie das wesentlich besser. Geht wesentlich besser, das ist ziemlich cool. Ansonsten kann man in der Luft natürlich nicht schießen, man kann nur ihre Fähigkeit hier schießen. Und was auch noch ziemlich interessant ist, wir wechseln in der Legende, ist, dass wir also einen Flugmodus haben, sagt man ja rechts. Dadurch bleiben wir dann auf einer Höhe. Ich bin am Wundern, ob wir dadurch langsamer sind als normalerweise. Wir verbrauchen auf jeden Fall weniger Treibstoff. Allgemein verbrauchen wir am Anfang den meisten Treibstoff, aber da fliegen wir dann am meisten hoch. Und dann wird es weniger. Und mit dem Flugmodus, glaube ich, wird es nur mehr weniger. Genau, das ist ziemlich interessant. Sehr spaßig, das Flugsystem. Ich finde es ein bisschen schade, dass es relativ langsam ist so. Also, ich meine, wenn man es immer mit Bobas Jetpack in Battlefront 2 vergleicht. Ja, wie gesagt, kein Vergleich, aber
Dass sie natürlich eine zu overpowered sei und mit dem Jetpacker sowieso schon sehr viele Möglichkeiten. Vor allem für Anfänger, gut, wer Anfänger ist, der wird sehen und den Valkyrie holen können. Aber theoretisch ist es für Anfänger gut, wenn die bei Kings Canyon oder Olympus einfach so aus der Map fallen, dass sie dann wieder hochfliegen können. Könnte sehr praktisch sein. Okay, wir sind jetzt in Third Person. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, beziehungsweise noch nicht wisst, dann schaut euch dazu einfach mal ein Video. Ich habe da ein Video zu den E6 im Schießstand gemacht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal, ja, jetzt die Third Person an. Schaut echt ziemlich cool aus so. Man konnte sie ja leider nur von vorne sehen, aber das Jetpack ist wirklich groß. Ich kann euch das jetzt leider nur mit dem mit meinem Skin sagen, aber im Prinzip ja, ändert sich ja nur die Farben und der Standard-Skin schaut wirklich ziemlich langweilig aus. Genau, ich würde sagen, wir fliegen mal ein bisschen umeinander. Man sieht leider in der Ego-Perspektive das Feuer nicht, aber das ist in der Third Person, meine ich. Aber das ist ja allgemein ziemlich verbuggt. Und es zoomt natürlich ohne, wenn wir in den Flugmodus gängern, weil wir dann diesen Zoom haben, als wenn wir scopen hatten. Ist auf jeden Fall recht interessant, ich mag mal sehen, wenn wir hier unsere Fähigkeit schießen in der Luft. Okay, das kann man wenigstens sehen. Aber ansonsten, ihr wisst ja, im Schießstand ist da vieles verpackt, zum Beispiel sieht man oft Schlaganimationen nicht. Jetzt gerade funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Das ist allgemein einfach ein bisschen verpackt. Okay, soviel zur neuen Legende. Jetzt gehen wir zu allen anderen Änderungen. Und zwar ist zum Beispiel schon mal eingefügt worden, und zwar, das kann man jetzt hier im Schießstand nicht sagen, aber man spawnt jetzt standardweise direkt mit weißem Helm, weißem Evo, zwei Syringes, also zwei Spritzen und zwei Schildzellen. Finde ich ziemlich nice, also vor allem das mit diesen Spritzen und diesen Zellen. Denn dadurch kann man sie direkt healen, wenn man direkt Schaden genommen hat. Außerdem das mit dem Evo, das finde ich nicht ganz so nice, weil ich finde, dann hat man 150 Leben, das ist einfach um die Hälfte mehr. Ich finde das einfach zu viel. Aber naja, es ist so reingekommen, damit man bei Hot Zones nicht so schnell wegstirbt. Und durch den Heal kann man sie direkt healen. Ja, das finde ich ziemlich nice, also das mit dem Heal finde ich ziemlich cool. Das war früher in Events schon oft so und jetzt ist tatsächlich ein Spiel eingefügt worden. Dafür wird allerdings die Droprate für weißen Evo sehr stark reduziert und die weißen Helme fliegen quasi komplett aus dem Floor Drop raus. Dadurch ja, ist der Loot natürlich deutlich angepasst worden und es gibt jetzt viel besseren Loot zu finden. Das ist ziemlich nice. So, gehen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar den Ground Emotes. Ich glaube, es gibt jetzt Emotes. Für jede Legende kriegt man eine kostenlos und es gibt eine weitere, die man sie auch schauen kann. Der von Valkyrie, den fand ich ziemlich unspannend. Die da sagen wir, gehen wir einfach mal alle durch. Stopp, hier ist er. Boah, der ist cool, der passt sehr gut zu ihm. Hier kommt Gibraltar! Okay, was sagt er zu Gibraltar? Uff. Durchatmen, ich komme. Okay, ich glaube, die Standard-Emotes, die man kriegt, sind relativ langweilig. Es sind schon, wenn die quasi gezeigt wurden, die fand ich wesentlich spannender, aber die muss man sich dann wahrscheinlich hier im Kauf haben. Oh, der ist cool. Oh, was hat er denn da mit seinem Arm gemacht? Okay, der war kurz. Oh, stark. Der war gar nicht so schlecht. Oh, ich freue mich schon so auf Mirage. Hoffentlich kriegt er einen coolen mit seinen Bots. Oh ja, er kriegt seine Tasse. Warte mal, Boras. Der hat einfach so ein Ding dabei. Warte mal, hängt er das jetzt gleich wieder ohne? Ne, er hat schon in der Hand, okay. Man konnte tatsächlich abbrechen, das ist ziemlich nice. Natürlich habt ihr das. Okay, er ist am Dancen. Schade, ich hab mir bei Müllisch das cooleres erhofft. Okay, der passt zur Auktion, ist auch kurz. Also sagen wir so, ich glaube, die man standardweise direkt gekriegt hat, sind vermutlich eher lame. Also ich habe schon wesentlich coolere gesehen in der Vorschau dazu. Bei Watson zum Beispiel war das so, wo sie mit so einem kleinen Nessie-Plüschtier spielt. Ich weiß gar nicht mal, was genau damit passiert ist. Ich hab's jetzt irgendwie kaputt gemacht. Oh, das mit Krypto ist cool. Das ist super cool, wenn man damit einen Kill macht und dann den Emote. Uff, der mit Krypto gefällt mir bis jetzt am besten. Okay, ist interessant. Schätze einfach nicht zurücklassen. Okay, ist auch interessant. Ja, die meisten sind wirklich ziemlich lame. Ich bin wieder da. Hey, stellt keine Fragen. Ja?
Aha! Na. Warum hat es gerade so gewackelt, wenn mir das Lager zu. Was ist da los? Das Lager zu war nicht gerade in Emimoto. Oh. Okay, irgendwie lustig, irgendwie einfach saudumm. Lol, sie lässt den Stift schweben, cool. Okay, der von Horizon ist auch super cool. Okay, den haben wir schon vorhin angesehen. Da habe ich mir auch schon gedacht, okay, der ist ziemlich viel schlechter als alle anderen. Okay, ist interessant. Ich zeige euch nachher, wenn wir. Oder warte, ich katze euch jetzt einfach rein. Ich zeige euch jetzt einfach mal nur die restlichen Emotes im Menü. Okay, ich bin nochmal im Menü. Wir schauen uns einfach mal die ganzen Emotes durch. Es gibt hier Emote-Rad. Ich weiß nicht, ob es schon immer gab hier, dieses Auswahldings. Aber wir schauen uns die einfach mal durch. Es gibt nur mit Blatthand. Oha, er schmeißt Feuer. Das ist ja cool. So Feuer legen zum Dings. So wie man es halt früher so im Mittelalter und so weiter gemacht hat. Ja, den habe ich schon im Dings gesehen. Oh, mal Säcken schlecht. Weil dieses Dings oben im Weg ist. Das habe ich schon in so einer Vorschau gesehen. Das ist super cool. Okay, schauen wir uns das für Gibio. Ich frage mich, ob man dabei auch noch theoretisch Geräusche hindert. Ich vermute mir schon. Das scheint auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, beim Rugby vor allem machen das so die Neuseeländer oder so, glaube ich. Die machen da immer so einen Tanz zum Einschrecken vom Gegner. Das gibt's ja nicht. Wie geil ist denn der? Okay, der ist ja super cool. Oha, der ist krank. Wie viel kosten sie denn eigentlich? Wir können das mal über Lifeline nur schauen. Da sitzt hier vierer Drohne. 1200, weil das ein legendärer ist. Ist das dann hier epischer? Oder ist es einfach nur so gefärbt? Oha, der ist ziemlich kurz. Tatsächlich, das ist ein epischer, der kostet dann nur 400. Uff, hätte ich das eher gewusst, hätte ich vielleicht nicht mal meine Herstellungsmaterialien für den Skin ausgeben. Oha, ist das eine coole Idee, Pathfinder. Springt einfach über so Hüpfseil, weil er ja sowieso Seil im Arm hat. Oder ich glaube schon, dass er sein eigenes Seil nutzt, oder? Okay, schauen wir mal den nächsten. Ich glaube, der andere war unendlich. Wie heißt denn der? Gibt es einen Namen dazu? Kniebeugen, okay. Okay, den finde ich eher lame. Aber es ist interessant, dass die unterschiedliche Kosten haben. Vor allem finde ich gar nicht unbedingt den legendären immer besser. Aber vermutlich ist der länger. Ui, der ist krank. Okay, der ist eher weird, wie er es besessen. Okay. Ich frage mich halt wirklich, ob es da noch richtige Sounds dazu gibt. Aber ich glaube schon, weil ich glaube, vorher im Schießstand müssten da Sounds gewesen sein. Kann man das zoomen? Ne, leider nicht. Okay, der schaut eigentlich auch ganz cool aus. Sie, keine Ahnung, jongliert halt so mit ihrer G7 rum. Ziemlich cool, aber der ist auf jeden Fall seinen epischen Wert. Ansonsten, warum das hier ausgerechnet der legendäre ist, keine Ahnung. Ich glaube, die würden einfach über einen legendären und einen epischen Reibringer. Aber unabhängig davon, wie gut der Emote jetzt wirklich ist. Alter, wie riesig ist das Ding? Kann man irgendwie auf der Karte schauen, ob er irgendwas wirklich schreibt? Das ist eine coole Idee, aber der Gasfall ist ja viel zu groß. Okay, der hat gerade ein bisschen Bug. Die können gleich nur mehr aktivieren, um zu schauen, ob der wirklich so ist. Ja, ich glaube, es bug gerade ein bisschen. Okay, den fand ich nicht ganz so stark. Okay, ja, normalerweise sagt man dann nicht schon so komisch, diese Gasfalle vor seinem Körper. Naja, sagen wir so, ein bisschen weird. Das Ding ist, glaube ich, viel zu groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding wirklich so groß ist. Mirage bin ich sehr gespannt. Oh, es gibt wirklich jemanden, wo er sein Bot hört. Okay, das ist sehr cool. Das ist sehr cool, vor allem mit dem Skin. Schaut der krank aus. Uff, der ist ja mega cool. Okay, den hole ich mir safe, wenn ich wieder Herstellungsmaterialien habe. Der ist ja super cool. Das Jumpet ist doch safe auch zu groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinge zu groß machen, aber das schaut definitiv so aus. Okay, der Skydive, ne Skydive. Der Emote ist sehr, sehr geil. Weil mir, wo ist nicht hier vorne? Ich glaube da. Der ist sehr, sehr cool. Ich glaube wieder unendlich. Der hat nur aber Backflip-Foto gemacht. Das ist eine geile Idee. Fangen wir das mal mit dem epischen an. Okay, den habe ich schon in der Vorschau gesehen. Das ist der mit der Nessie.
Sehr cool. Oha, mit so Steinen. Hatte die jetzt wirklich alle einzeln auseinander? Okay, der ist wirklich super cool. Der passt sehr gut zu Watson. Krypto bin ich sehr gespannt mit seiner Drohne. Okay, das ist eher weird. Keine Ahnung, was er da macht. Da bin ich besonders gespannt auf die Sounds, ob das irgendwie wirklich so ein cooles Videogame-Sound hat. Okay, das hier schaut nach Schwertkampf aus mit seiner Drohne. Aber er hat die Drohne ja trotzdem im Rücken. Das ist schade. Aber trotzdem coole Sache. Okay, er hat da also diesen Totemkopf da, der ist cool. Na, schade, hier jetzt drauf Kopf, dass der Schattenform kommt. Aber vermutlich ist es nicht erlaubt, damit nicht andere Leute denken, dass er gerade in der Schattenform war. Obwohl er gerade ein Emote macht. Ich frage mich, ob der Emote Abbrucher wert, dadurch, dass er mal abgeschossen wird. Okay, der ist ganz cool. Full Lobe habe ich schon gesehen, wo sie. Ja, den da habe ich schon gesehen. Zerstört sie einfach diese Revenant-Dings auf dem Boden. Und zack. Schießt den sie weg. Okay, darunter konnte ich mir noch nichts vorstellen. Oha. Okay, das ist krass. Und hier nutzt sie ja wirklich einen Stab aus dieser Tasche da. Die bleibt nicht am Rücken. Ich komme mal zurück zu Krypto und schauen, ob das vielleicht nur Bug war. Nee, bei Krypto sagt man die Drohne trotzdem. Okay, schau mal Ramparts Ding hier oben. Okay, sie legt Schilder. Hier sieht da wieder Schilder nicht am Rücken. Oh, ich habe sogar Sounds gerade gehabt. Warum habe ich jetzt gerade Sounds gehabt? Ist es nur ein Bug, dass er die ganze Zeit keine hat? Aber ich finde es sehr cool. Sheila nimmt Rampart nimmt hier Sheila wirklich runter und Dings, das ist ja echt cool, dass sie die dann so dreht und sie da drüber pumpen muss. Ich höre wirklich Sounds. Warum habe ich bei den anderen keine Sounds gehabt? Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder ob die einfach keine Sounds haben, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Okay, der ist auch cool. Ich habe, wie gesagt, es ist so schade, dass Krypto die Drohne trotzdem am Rücken peut. War das nett, fand ich den wirklich cool. Was ist das? Okay, sie hat da anscheinend irgendein Lehrprogramm. Und ich glaube, es buggt, deswegen lügen die ganze Zeit die Haare hoch. Schaut auf jeden Fall lustig aus. Ja, da müssen eigentlich Sounds dabei sein. Ich glaube, das buggt einfach. Ich finde es das lustig, dass hier die ganze Zeit so alles hochfliegt. Sehr verbuggt. Naja, schauen wir nur Fuse. Ja, heute zur Gitarre raus, das ist cool. Da freue ich mich halt wirklich, wie der Song klingt. Und vor allem mal, wie laut man seine Emotes dann erhört über die Map. Mit seinem Roboterarm. Okay, man merkt auf jeden Fall, es laggt trotzdem hier ein bisschen, aber man erkennt trotzdem, dass der Arm hier buggen soll. Der haut einfach rein. Okay, jetzt bin ich gespannt auf Valkyries, andere Emotes. Ja, man sagt nicht, was sie da macht. Hat sie da Mikro? Ich finde es sehr schade, dass es gerade so sehr buggt. Keine Ahnung warum. Aber es ist sehr, sehr nervig, aber man erkennt im Prinzip, was macht. Okay, das haben wir schon im Trailer gesehen. Das ist ein sehr cooler Emote. Ich hätte eigentlich damals in dem Trailer nur gedacht, dass das einfach so ein Dings ist, wenn man quasi nichts macht und sie auf der Map steht, dann machen die immer so Bewegungen, dass sie dann sowas macht. Aber anscheinend ist es tatsächlich ihr Emote. Das habe ich damals noch nicht gedacht. Okay, war ziemlich interessant. Coole Emotes. Ich würde sagen, es geht zurück zum Schießstand und wir probieren den Rest aus. Okay, wir kommen zur nächsten Änderung. Und zwar wurde Low Profile komplett aus dem Spiel entfernt. Das heißt, Wraith, Lifeline, wir hatten Noala gehabt, Pathfinder hat sowieso schon rausgerückt. Ja, alle Legenden, die Low Profile gehabt haben bisher, haben sie jetzt komplett entfernt bekommen. Das ist ziemlich interessant für alle Legenden, die es gehabt haben. Ist es natürlich ein Buff. Okay, kommen wir zu Lifeline. Lifeline hat ja, einige Änderungen abgerückt. Und zwar, wir droppen dazu einfach mal unser Evo weg, um das zu demonstrieren. Nämlich hat sie ja, einerseits ihre Heal Drone verbessert gekriegt. Wir lassen uns einfach mal Schaden machen hier. So, jetzt gehen wir nämlich ihre Dings zu haben. Sie beginnt schneller zu healen und sie healt wesentlich schneller. Nämlich healt sie 33% genau schneller.
Außerdem ist sie nur ja, in dem Care-Package verbessert worden. Da ist nämlich mit Sicherheit eine Verbesserung für sie oder fürs Team dabei. Das werde ich gleich nochmal demonstrieren. Und sie können jetzt mehrere Spieler gleichzeitig mit der Drohne reviven, dafür aber ohne Schild. Erstens, ihr Care-Package ist so verbessert worden, dass es jetzt 5 Minuten statt 6 Minuten Cooldown hat. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es waren 6 Minuten Cooldown früher. Jetzt haben es auf jeden Fall 5 Minuten. Und wenn wir jetzt das Care-Package platzieren, haben wir mit Sicherheit eine Verbesserung in unserem Loot dabei. Und zwar geht es, glaube ich, einerseits hier auf diese Rüstungssachen und eben auf die Waffen und ihre Aufsätze. Das bedeutet, da ich ja jetzt perfekte Aufsätze habe, frage ich mich, was dabei rauskommt. Wird vermutlich dann eben keine Verbesserung. Aber gut, wie oft passiert es denn, dass das gesamte Team perfekt ausgerüstet ist? Wir haben hier Batterie, wir haben Zellen. Okay, vielleicht... Vielleicht hat es uns tatsächlich verbessert, weil wir gar keinen Heal dabei gehabt haben. Vielleicht hat es deswegen hier dreimal Heal dabei gehabt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Heal nur als Kategorie gab. Ich nehme mir mal ein bisschen mehr Heal, hole mir nochmal ein neues Care Package und ja, probier's dann nochmal aus. Okay, ich habe mir nochmal ein Care Package geholt, die das sagen. Ich nehme mir nochmal ein bisschen mehr Heal mit. Und jetzt nehme ich mir mal statt dem Magazin, was ich bisher gehabt habe, nehme ich mir jetzt mal Lilanes. Ich drop das jetzt mal hier weg, nehme mal Lilanes. Es sollte jetzt vermutlich ein goldenes, leichtes Magazin dabei sein. Okay, das Capex ist da. Okay, wir mobilen Respawn Weaken und wir haben tatsächlich das goldene Magazin. Das funktioniert soweit sehr gut. Also das ist auf jeden Fall ein deutlicher Buff für Lifeline, denn das Capex war teilweise wirklich unnütze. Es hat im Prinzip eigentlich immer nur ja, immer nur so Heal-Sachen dabei gehabt und ja, von Ausrüstung her. Aber wenn man gute Ausrüstung gehabt hat und eigentlich genug Heal gehabt hat, war das ziemlich unnötig und man hat eigentlich nur unnötiges Aufsehen erregt. Das ist eine ziemlich nice Änderung. Okay, als nächstes kommen wir zu Octane. Octane kann sie jetzt seinen Stim jede Sekunde reiballern. Dafür kostet sie ihn aber jetzt 20 Leben. Früher waren es 12, jetzt sind es 20. Ja, man merkt den Unterschied auf jeden Fall deutlich. Ja, hat sie fast verdoppelt. Aber dafür, ich habe es gesehen, kann man sie jetzt wesentlich schneller reinhauen. Dadurch kann man auf jeden Fall wesentlich besser spammen, aber es ist natürlich risikoreicher. Weil, ja, letzte Season war es auf jeden Fall kaum möglich, sie mit der Spritze auf 1 HP runter zu hauen. Jetzt ist es auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Ja, man merkt schon, die Steuerung ist auf jeden Fall deutlich erhöht worden. Die war nämlich sehr, sehr genau. Dadurch soll Octane entgegengewirkt werden, denn er ist momentan die meistgepickte Legende gewesen. Beziehungsweise ist momentan gewesen. Letzte Season war er die meistgepickte Legende, deshalb ist er jetzt ein bisschen genervt worden. Okay, Lower soll jetzt offiziell gefixt sein. Ob das tatsächlich so der Wahrheit entspricht, ist nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Ring schon mal in der Hinsicht gefixt worden, dass er jetzt nicht mehr immer zurückkommen soll. Mal schauen, ob das funktioniert hat. Sie ist schon mal hier. Das ist soweit sehr gut. Ansonsten hat sie einen Buff an mit dem Ring kassiert, sodass sie jetzt während dem Ringwurf normalerweise auch schon und auch während der Ring fliegt. Wir schauen mal, dass wir den weiter schmeißen. Ich bin noch nicht fertig. So, wir können jetzt ganz normal rumlaufen, sprinten mit ganz normaler Geschwindigkeit. Und das Ganze auch, während sie den Ring noch einsteckt. Das ist auf jeden Fall ein starker Buff, denn früher war es ja so, dass sie dann so übertrieben langsam waren, jetzt leiden hat Kinder und so weiter. Ja, auf jeden Fall war das ziemlich schlecht für Loba, wenn sie dann den Ring geschmissen hat. Ihr Schwarzmarkt dagegen ist genervt worden, der ist nämlich vor 1,5 Minuten auf 2 Minuten im Cooldown ja, genervt worden, also es dauert jetzt eben länger. Ist natürlich ein Nerf, aber Loba Schwarzmarkt war eigentlich sowieso viel zu schnell ready. Also war eigentlich klar, dass es quasi einen Nerf verdient hat, aber Loba war sowieso selten gepickt. Okay, gehen wir zu Horizon. Horizon hat einen starken Nerf abgekriegt, denn sie war ja eigentlich die mehr oder weniger stärkste Legende im Spiel. Und zwar ihr Gravitationslicht, Lift, hebt sie jetzt 30% langsamer. Sie kann oben nur noch 2 Sekunden stehen bleiben. Sie kann sich darauf langsamer bewegen, also sie hat früher immer so nach links und rechts gekinnert da drauf und das ziemlich schnell. Das konnte sie jetzt auf jeden Fall langsamer. Wir können jetzt nochmal umschauen. Also sie wird jetzt langsamer gehoben, man merkt schon, es dauert ziemlich lang, bis sie da hochkommt. Sie kann nur 2 Sekunden drauf stehen, das sieht man, und sie kann sich darauf wesentlich langsamer bewegen. Das ist auf jeden Fall sehr gut und nervt, denn ihr taktische war sehr, sehr stark. Dadurch ist dem jetzt sehr gut entgegengewirkt worden. Das ist sehr nice. Okay, Fuse hat ja, hilft dann wahrscheinlich nicht so viel, aber er konnte 2 Knöchelcluster hauen. Mai bringt ihm nicht so viel. Aber Respawn hat dazu gesagt, sie wollen nicht, dass es quasi eine Legende im Spiel gibt, die Gegner nur durch seine Fähigkeiten killt. Ja, das ist eben nicht der Fall, seit deswegen. Woher kommt die ganze Zeit der weirde Sound? Deswegen, sie wollen die Schadensfähigkeiten nicht zu stark machen, ist ja bei
Valkyrie, also ihre Fähigkeit, macht ja nicht so viel Schaden. Sie übernehmen nicht, dass Legenden durch ihre Fähigkeiten killen können, aber durch diese zwei Dings können auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr aufhängen. Bei Bangalore wurde der Rauch wieder dichter gemacht. Also wenn man da drin ist, sind wir auf jeden Fall wesentlich weniger Sengen. Ich muss sagen, ich glaube, das funktioniert auch soweit. Man sagt eigentlich wirklich fast nichts dadurch. Ich glaube, der ist nämlich letztes Season mal ein bisschen durchlässiger geworden, also dass man besser durchgesehen hat. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder anders, jetzt zeigt man wieder weniger durch. Bloodhound hat einen Nerf abgekriegt und zwar konnte er jetzt durch seine Scans keine Assists mehr kassieren quasi. Also es war so, wenn du jemanden gescannt hast und dann 10 Sekunden oder 9 Sekunden oder 10 Sekunden später wurde der gekillt, hast du trotzdem einen Assist dafür gekriegt. Das heißt, selbst als Noob hast du die ziemlich einfach im Rank hoch hocharbeiten können, weil du eben Assists nur durch Scannen gekriegt hast. Das heißt, du hast den ja mehr abschießen müssen. Das war ziemlich stark und deshalb wurde das jetzt entfernt. Okay, Krypto wurde auch verändert, dafür haben wir jetzt irgendwelche Care Package geholt. Und zwar konnte seine Drohne jetzt auch Care Packages sowohl hier so scannen, als auch öffnen. Das ist ziemlich interessant. Dagegen wurde er genervt, angenommen, dass er Respawn Beacon und was er Typ Drohne, der gerade hier 4 Keuten, um sein Teammate zu respawnen. Das dauert ja in der Regel so um die 5 Sekunden. Bei Kryptos Drohne konnte es ja instant aktivieren. Dadurch, was möglich, während der eine hier nur steht, um seine 5 Sekunden abzuwarten, um seine Teammates zu respawnen, hat der Krypto von seiner Drohne herfliegen können und einfach quasi seine Mates nur davor respawnen können. Dann hat natürlich der Gegner ziemlich dumm geschaut. Ich glaube, diese Situation ist ziemlich selten vorgekommen, aber es ist auf jeden Fall anscheinend vorgekommen und es wurde verändert. Jetzt kommt Krypto, ist auf jeden Fall nimmer. Kommen wir zu den Airdrop-Waffen. Jetzt gibt es nämlich Graber, Triple Take und Prowler. Ich fand das grundsätzlich eigentlich ziemlich dumm, denn Triple Take war für mich eigentlich immer Sniper. Und ich meine, sie war ja immer Sniper. Ist ja logisch, aber ja, anscheinend sie gehört jetzt zur neuen Waffengattung Marksman. Da gehört auch eben der Combat Pro dazu. Und ja, anscheinend gibt es dafür keine neue Munitionsart, sondern G7 bleibt leicht, 30-30 bleibt schwer, Triple Take. Ja, ist jetzt der Airdrop-Waffe. Und da kommt man braucht halt seine Pfeile. Also es gibt keine neue Waffenart mit neuen Pfeilen. Ist einfach nur eine eigene Kategorie. Wie die verändert worden ist, erkläre ich gleich nochmal. Auf jeden Fall ist Triple Take jetzt eben eine Airdrop-Waffe. Das ist ziemlich interessant. Man sagt ja, wenn man hier ihren Dings auflädt, der bleibt jetzt auch aufgeladen. Bei der Peacekeeper dagegen, die jetzt aus dem Care Package rausgeflogen ist, ist jetzt natürlich wieder genervt und da gibt es viele Nerfs bei der Peacekeeper. Im Prinzip, ja, bei der Triple Take, die bleibt jetzt eben so aufgeladen für gewisse Zeit, die Peacekeeper eben nimmer. Ansonsten sind Damage, Nachladezeiten, alles Mögliche ist verändert worden, auch bei der Triple Take. Das ist ganz interessant, aber jetzt nicht so genau so wichtig. Wie gesagt, ich habe mir eigentlich gedacht, das ist ziemlich dumm, weil die Triple Take eigentlich ein Sniper ist. Da steht sogar ein Scharfschützengewehr dabei, lol, obwohl sie jetzt zum Marksman dazugehört. Ja, wir haben nämlich die Prowler als Nahkampfwaffe, die Graber als Sniper und für mich war es dumm, dass wir nur Sniper haben. Aber wie gesagt, sie ist jetzt am Marksman, also Präzisionsgewehr für Mitteldistanzen. Dadurch passt sie eigentlich ganz gut rein. Warum ausgerechnet die Triple Take? Ich hätte früher besser gefunden, wenn die Devotion oder die Spitfire reingekommen warten. Die fand ich nämlich wesentlich stärker, aber die hätten halt die Passive vor Rampart wieder schwächer gemacht, weil die ja damit LMGs schnellere Ladezeiten, Nachladezeiten und erhöhte Magazingrößen hat. Naja, ist jetzt eben die Triple Take, kann man nichts dran ändern. Ist einfach so. Die Marksman dagegen haben ein paar Änderungen abgekriegt und zwar bewegen die sich nicht so schnell wie, also die haben einen geringeren Laufspeed wie Sturmgewehre, aber eben schneller als Scharfschützengewehre und sie haben andere Empfindlichkeiten. Genau, soviel dazu. Kommen wir zur neuen Waffe, eben dem Bogen. Der ist sehr interessant. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von so Bögen und so, aber so wie er ein Spiel gekommen ist, scheint es echt interessant zu sein. Er dauert ungefähr eine halbe Sekunde, um voll aufgeladen zu sein, um seine volle Reichweite zu kriegen. Also man kann früher schießen. Ich bin mir sicher, ob das hier irgendwas an der Reichweite macht. Wir ziehen mehr aufschießen hier. Und nochmal. Wenn wir jetzt hier schauen, wir können die Pfeile nämlich wieder aufsammeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt beide hier auf demselben Fleck waren oder so. Man konnte aus dem Noscope schießen. Okay, das geht auf jeden Fall. Ja, ist wie gesagt ziemlich interessant, man kann einfach die Waffen die wieder aufheben. Und wenn man Gegner damit killt, spawnen quasi in seiner Deathbox alle Pfeile, die man quasi auf ihm geschossen hat. Also, die sind quasi in einem drin gesteckt. Und die kann man dann in der Deathbox wieder looten. Die Pfeilart, also die Pfeilmunitionsart, ist deshalb aber auch die seltenste Munitionsart, die man finden kann. Ist ja logisch, es gibt nur eine Waffe, die nutzt. Ansonsten schauen wir uns einfach mal die Damage-Werte an. Wir machen 70er Body-Hits. Und 123, ja, es ist alles ein bisschen verzögert, das ist ziemlich interessant. Liegt vermutlich wieder an dem neuen Update. Aber mei, sie macht auf jeden Fall
ziemlich gut Schaden, dafür hat sie aber ziemlich geringe Feuerrate. Ansonsten gibt es noch zwei Anpassungen dafür, und zwar einmal Höllentempo und einmal Splitterspitzen, alles klar. Ja, wir nehmen einfach mal beide mit. Okay, bevor wir das machen, schauen wir uns mal ganz kurz hier die Anpassungen an. Den Bowjack-Bow, der heißt übrigens so. Genau, wir schauen uns dann einfach mal nochmal an. Ich habe das nämlich schon in einem Video auf der EA-Seite gesehen. Das ist ziemlich cool, wie sie das da anschaut. Er spannt dieses Seil, macht dieses Magazin raus und so. Das ist ziemlich cool. Jetzt gehen wir zu den Anpassungen. Und zwar ist es so, das wir jetzt drauf haben, ist quasi ein Dings. Die Captain, den wir gerade drauf haben, ist, dass wir schneller, sobald wir jetzt druckern, können wir quasi schneller die Folgeschüsse machen. Okay, das ist gerade vielleicht schlecht zum Zeigen. Wir sind natürlich voll aufladen. Aber gut, jetzt den nicht killen. Das deckt sich eben dann immer hoch, also wir können dann immer schneller schießen, so. Wenn wir da vorne gedruckt haben. Keine Ahnung, warum es gerade immer so schnell gewesen ist. Oder ob der allgemein so schnell schießt. Nee, eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall ist es so, wenn wir einen Hit drucken, dann können wir den Folgehit schneller ausführen. Dann die zweite Anpassung geht da für die 3030, und zwar ist es quasi ein Shotgun-Ding, so ihr könnt hier mal leicht daneben schießen. Wir werden trotzdem hitten, weil es quasi ein Shotgun-Aufsatz ist. Wir können den mal hier drauf bauen. Oh, es gehen sogar beide drauf? Okay, das heißt, wir können hier Shotgun plus schneller aufladen. Mal schauen, ob das hier erzählt, wenn wir auf diese Dinger schießen. Das heißt, wir können den Shotgun-Aufsatz und den schneller Nachladeaufsatz drauf bauen. Das ist hier interessant. Magazine nachladen müssen wir natürlich logisch, aber nicht, macht ja Sinn, auch wenn hier dieses Magazin da an der Seite ist. Na, wir schauen es jetzt nicht mehr hoch. Es dauert so lang. Aber wir müssen das auf jeden Fall nicht nachladen oder so. Dafür ist ja die Feuerrate an sich schon ziemlich gering. Das ist auf jeden Fall interessant. Man kann auf jeden Fall beide Anpassungen drauf bauen und ja, wie gesagt, das eine ist dieser Shotgun-Aufsatz. An der Stelle habe ich übrigens einen Fehler gemacht. Dieser Shotgun-Aufsatz muss erst aktiviert werden, damit dieser Shotgun-Modus quasi aktiviert ist. Ich habe die ganze Zeit ganz im normalen Feuer quasi geschossen. Man muss den erst umstellen, dann aktiviert sich der Shotgun-Modus. Das andere macht eben, dass man schnellere Nachladegeschwindigkeiten hat. Der, dass man, also sagen wir so, nachdem man einen Hit drückt hat, dass man dann nochmal schnell nachladen kann. Dieser Aufsatz geht, die Snipers sind übrigens mittlerweile hier ganz rechts, geht außerdem auf Sentinel. Wir können das Ganze mal ausprobieren. Man merkt es auf jeden Fall. Und das sogar Symbol so in der Mitte hier. Ist ganz interessant. Okay, ansonsten die Havoc ist jetzt vom Rückstoß anscheinend etwas vereinfacht worden. Und die Spitfire ist etwas schwerer gemacht worden sei. Ich finde es jetzt nicht wirklich schwierig. Ja, der Damage ist auch nicht groß verändert worden. Also nein, was ist, der ist nicht groß verändert. Der ist gar nicht verändert worden für die Spitfire. Und auch die Magazingröße. Also es bedeutet, die Spitfire wird wahrscheinlich diese Season immer nur eine extrem starke Waffe bleiben. Bei der 3030 würde außerdem nur der Damage-Multiplikator auf den Fuß geändert, und zwar 57, denke ich hier, 48. Also macht auf jeden Fall auf den Fuß weniger Damage. Ist anscheinend bei allen Waffen so, habe ich tatsächlich gar nicht gewusst. Aber der Multiplikator ist auf jeden Fall erhöht worden, also die 3030 macht jetzt mehr Schaden auf den Fuß. Der G7 hat übrigens einen Nerf gekriegt, der ist jetzt im Hüftfeuer, nicht so genau, hat man es gerade vielleicht nicht gesehen, aber ich war ziemlich nah drauf. Der ist jetzt im Hüftfeuer ungenauer. Ja, dadurch ist jetzt quasi die G7 nochmal ein bisschen genervt worden. Die 3030 dagegen macht mehr Schaden auf dem Fuß, hat nochmal extra Anpassungen gekriegt und hat dadurch quasi einen Buff gekriegt, damit sie ein bisschen besser mit der G7 quasi mithalten können. Bei Longbow und Wingman ist der Headshot-Multiplikator nochmal erhöht worden, also die machen sogar nochmal mehr Headshot-Damage. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die im Vergleich zu ihrem Body-Hit-Damage sehr starke Headshots verteilen. Aber anscheinend ist der jetzt nochmal erhöht worden, keine Ahnung warum, aber ist dann schon so. P2020 in Mosambik haben beide einen Buff abgekriegt. Die Mosambik hat jetzt 6 Schuss im Magazin. Die P2020 macht jetzt quasi Bodyhits. Früher waren die bei 15 Damage, jetzt sind es, wie man gesehen hat, 18 Damage. Das heißt, die P2020 macht mehr Damage, die Mosambik hat ein höheres Magazin. Hammerpunkt ist dafür auf jeden Fall rausgeflogen, denn es sind ja zwei neue Anpassungen drin. Also es sind rausgeflogen Hammerpunkt und noch eine zweite Anpassung. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, welche da rausgeflogen war. Ja, aber anscheinend muss es noch eine geben, die rausgeflogen ist als sie. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche das ist, wenn ihr das wisst. Aber Hammerpunkt ist jetzt auf jeden Fall aus dem Game draußen. Und dafür sind diese zwei Waffen versteckt worden. Axas sind außerdem nur ein bisschen genervt worden, und zwar sind die jetzt nicht mehr verlangsamen. Ich kann mir versuchen, wie mir damit selber stacken können. Ich glaube nicht, dass das so einfach möglich ist. Ich hab's nicht geschafft.
Naja, was mir aufgefallen ist, wenn ich hier in der Umgebung bin, habe ich so das Gefühl, dass es ziemlich stark stackt. Aber naja, Stunt, keine Ahnung, ob das falsch war. Ich bin mir nicht sicher, ich habe schon einige Mal versucht, mich selber zu stacken. Es ist auf jeden Fall nur möglich, sagt mir diesem Bot. Es ist auf jeden Fall anscheinend nur mal stunnen, wenn man gestackt wird. Okay, das war's dann tatsächlich mit allen Änderungen. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt nochmal zurück ins Menü und dann gehen wir nochmal in der Runde Arena. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Okay, ist mittlerweile ein neuer Tag angebrochen. Es hat absolut nicht funktioniert gestern. Also, ja, ich würde euch eigentlich gestern schon ein Video bringen. Aber ich habe noch einiges gehabt, was ich euch eigentlich zwang würde. Aber gestern waren hier die Währungen verpackt und man hat auf nichts klicken können, außer als Club und Dings. Gestern war ein absolut grauenhafter Release-Day. Ich war so pissed danach, ich war wirklich mad. Deswegen versuche ich heute das Video fertig aufzunehmen. Heute geht ja anscheinend zumindest alles. Ich bin der First Trash und Spiel reingekommen. Was ich euch nur sagen will, ist, dass es einerseits hier im Club nochmal so eine Sache gibt, dass man ja hier jetzt irgendwie was ordnen kann. Ich weiß nicht genau, was es macht. Aber das kann man hier jetzt auf jeden Fall einstellen. Und es gibt im Store hier ein Starter-Bundle. Und zwar, das hier bedeutet quasi, dass man die Legende quasi automatisch freigeschalten hätte. Das heißt, man braucht keine 12.000 Legenden-Token. Außerdem kriegt man diesen super geilen Skin. Ich hätte den so gern. So, versuchen wir es immer so zum Schauen. Ich hätte den super gern. Aber dieses Bundle kostet anscheinend ursprünglich 4.100 Apex-Coins. Das sind 41 Euro. Das ist mir definitiv zu viel. Jetzt momentan kostet es 2.250. Ich habe schon mal gesehen, dass es sogar noch mal weniger waren. Nur mal ein bisschen mehr waren, also vielleicht wird es die nächsten Tage noch ein bisschen runtergesetzt. Sagen wir es mal so, wenn das Bundle 10 Euro kosten darf, da ist man vielleicht vorhin, ansonsten aber nicht. Schaut aber super cool aus, ich hätte diesen Helm so gern, ich hab's ja schon mal gesagt. Ich bin jetzt so der größte Fan von diesem Asian Style, so, die haben nichts gegen Asiaten, aber ist einfach nicht so mein Stil und deshalb finde ich Rüstungen, finde ich allgemein super cool. Und deswegen, der Skin passt super gut zu ihr, hat man schon im One Trailer schon mal gesehen, wo diese Rüstungsplatte hier zusammenbaut worden ist mit dem Jetpack und so. Hat super cool ausgeschaut. Ich hab mir übel auf den Skin gefallen. Aber so wie jetzt ist es ja noch zu teuer. Ansonsten gibt es hier nur einen Longbow-Skin. Schaut ein bisschen aus wie der Level ja, 100er und 110er aus dem Battle Pass vor der letzten Season in Rot. Naja, nicht wirklich, aber man erkennt ein bisschen Ähnlichkeiten. Er ist schon so ziemlich fett und so. So, und so schaut nicht schlecht aus. Und ansonsten gab es hier nur so Valkyrie-Anhänger. Genau. Okay, das Match beginnt als erstes, kennt die Legendenauswahl. Jawohl, wir sind als erstes, was wir davon direkt Valkyrie auswählen. Das ist sehr cool. Ich kann euch einmal mal erklären, wie es funktioniert. Ich habe gestern am Release der tatsächlich nur zwei Runden Spinkner. Eine war 2 gegen 3 direkt verloren, die andere war 3 gegen 3 und da waren wir als Team viel stärker als das Gegnerteam. Haben direkt gewonnen. Dementsprechend, ja, mein Release der war absolut grauenhaft. Ich habe in 3 Stunden 2 Spiele Spinkner. Das war kacke. Naja, mal schauen, wie es jetzt wird. Okay, wir haben relativ gute Lober. Feindliches Squad. Okay, wir sengen den Champion Squad, macht ja Sinn. Also, wir sengen den feindlichen Squad. So, wir spawnen das erste Mal hier in unserer Grenzzone. Wir gehen hin und raus. Und jetzt haben wir hier Zeit. Wir haben 550 Starter-Dinger. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt erstmal Waffe holen. Wir sind uns nichts zu teures holen, weil wir eben Anuhil brauchen. Sagen wir so, wir brauchen eine Batterie, eine Zelle. Dann nehmen wir uns vielleicht nur R45. Das reicht im Prinzip für die erste Runde, würde ich sagen. Denn wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier nach links kommen. Wir müssen uns halt unsere Fähigkeiten freischalten, außer die passive. Ich gehe meistens immer direkt hier nach links, denn hier gibt es direkt den Versorgungsbehälter mit ja, Materialien. Und rechts davor gibt es direkt nochmal eine Kiste mit Heal, das ist nämlich sehr gut. Deswegen ist das meistens mein erster Weg, den ich hier auf der Map mache. Zumindest wenn ich auf der rechten Seite hier spawnen. Okay, wir kriegen noch Mosambik als Zweitwaffe dazu, das ist interessant. Wir sammeln nochmal einen Behälter auf, das ist halt sehr wichtig fürs Team. Und dann schaue ich, dass ich zum Care-Package runterkomme, sobald es droppt ist. Damit wir eine richtige Waffe kriegen. Deswegen bin ich jetzt oft gar nicht so unbedingt um die Waffen. Beziehungsweise darum, dass ich eine zweite Waffe oder sowas habe. Ach komm, ich geh mit hoch. Oh no, oh. Okay, wir haben es geschafft. Das Care-Package ist unterwegs. Okay, da gehen wir direkt runter. Oh, wo kommt denn der her? Ich finde Valkyries Jetpack so stark als Fähigkeit, weil sie dadurch einfach so vielen Sachen ausweichen können. Sie können Luftangriffen ausweichen. Oh, wir nehmen auf jeden Fall die Spitfire. Oh, ja, Nummer 90.
Oh, wir haben sogar eine taktische Fähigkeit. Okay, ich hab sogar wen kittet damit. Warum hat sie Batterie gerade oben? Weird. Okay, mal schauen, vielleicht laden wir währenddessen schon mal unser Jetpack-Treibstoff auf. Okay, damit haben wir ja schon einen Win. Ich glaube, wir können Heal und so weiter nicht behalten, die Waffen nicht. Wir können nur, wenn wir Fähigkeiten nicht aufgebraucht haben, die quasi behalten. Okay, wir haben den ersten Punkt. Man braucht mindestens 3, um zu gewinnen und mindestens 2 Abstand. Wir haben jetzt super viele Herstellungsmaterialien, dadurch, dass ich vorher so viel aufgesammelt habe. Okay, werten wir das mal auf. Das Scope, das wir drauf haben, passt mir eigentlich eh schon. Ansonsten seid ihr noch Batterienehmer. Dann nehmen wir mal als Zweifel für... Oh nee, der Combat Bow kostet jetzt zu viel. Dann nehmen wir noch vielleicht die G7. Ah, das belasten die geht mal höher. Dann gehen wir noch den Rest aus für Dings. Die Fähigkeiten von Valkyrie finde ich tatsächlich gar nicht mal so wichtig eigentlich. In dem Modus. Ich frage mich, ob die Kosten unterschiedlich hoch sind. Für die Fähigkeiten. Zum Beispiel Mirage seine Fähigkeiten sollten meiner Meinung nach auf keinen Fall so teuer sei wie jetzt die vor anderen Legenden. Weil die Bots schickt mir ja nur einfach mal so random dahin. Und wenn die dann, wenn man dann Stück für Stück da sie keine Kaffee muss. War das schon mies belastend. Ich frage mich, wo der andere Squad ist. Ich gehe auf jeden Fall direkt wieder zu den Materialien runter. Ich hoffe, die sind jetzt nicht auf K. Okay, nee, das sind die rübergegangen anscheinend. Okay, ich riskiere es, geht zu den Materialien hier. Okay, gehen wir zurück zu meinem Team, versuche vielleicht ein bisschen mein Loot zu traden. Und wir gehen zum Care Package, weil mein G7 war vielleicht ein bisschen ein Fehlkauf. Ich habe die Kosten ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, dass man vielleicht ein bisschen mehr rauskriegen wird. Aber das Jetpack an sich ist eine so geile Fähigkeit. Okay, der Ring schließt sie, es gibt immer Zone. Damit die Runden nicht zu lange dauern. Hoch. Was ich sagen mit Valkyries Fähigkeiten sind halt super stark, um irgendwie Luftangriffen auszuweichen. Man kommt aus Fuse, Feuerring raus. Ja, das gibt's ja nicht. Uff, ist aber meine erste Runde heute, also sorry, wenn das Aim manchmal nicht ganz so gut ist. Lade Schilder auf. Kann ich Wärme healen? Ne, kann ich nicht. Also meine taktische Fähigkeit. Geht nicht während dem Heal. Ich hau immer dahinter. Mal schauen, ob das was bringt. Tatsächlich, Alter, ich hab richtig viel Damage gemacht. Wir hasern mal. Okay, der hat den Bogen. Okay, nächste Zone schließt sie. Kann es sein, dass der Typ schon allein ist? Okay, komm, den sieht die Lobe auf jeden Fall grillen. Und jetzt nutzen wir unser Volt. Oder wobei, mich interessiert, ob ich die Volt jetzt pointen darf, dafür, dass ich den nicht benutzt habe. Das interessiert mich wirklich. Okay, wir haben einen zweiten Sieg. Ja, er ist wirklich nur alleine. Das ist ja wirklich ehrenlos. Okay, wir nehmen jetzt mal den Combo und Bone. Wir rüsten den direkt voll auf. Noch ein Punkt und wir haben die Nummer hier gewonnen. Darf man eigentlich Scopes ändern? Ich weiß nicht, ob wir Scopes ändern können. Naja, wir nehmen uns Nummer Heal und Nummer Heal. Okay, es gibt R301 und ich habe jetzt G7, das ist ja nice. Ah, okay, wenn man sogar die Airdrop-Waffen sägt, das ist sogar echt praktisch. Weil dann kann man sie ja früh anders entscheiden, vielleicht, wie man seine Dinger nimmt. Herstellungsmaterialien brauchen wir in dieser Runde jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Die Lober verschwendet jetzt mit dem Sprungantrieb, um hier hochzukommen. Ich hoffe, der lief jetzt nicht auch raus, der Typ, weil er solo ist. Aber das ist ja wirklich ehrenlos, wenn sein Team direkt rauslief nach dem ersten Verlust. Das ist echt praktisch, da kann man sich nicht treffen lassen dabei. Ah, okay, der ist oben. Okay, probier mal was, ob das so einfach funktioniert. Nee, okay. Es ist nicht so einfach, wie es im Trailer ausschaut, dass man einfach direkt im Flug. Okay, das hat gar nicht funktioniert. Ich dachte, es ist ein bisschen anders. Schießt. Oh. Easy.
Ja, der Win war leider sehr, sehr easy. Der war aber dann instant alleine. Das war schon ehrenlos für seinem Team. Aber naja, kommen wir nächstes Mal. Wir haben trotzdem schon mit dem Bogen ausprobiert, Kinder, den Arena-Modus. Was in Season 9 genau... in Season 9? Was in Season... Season, was sage ich die ganze Zeit? Season, was in Runde 9 passiert, ist nämlich die Maximalanzahl an Runden, die so Arena-Modus-Runde dauern können. Ja, was da genau passieren wird, weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas sehr, sehr Spannendes sein. Ja, Runde 9 kriegen alle sehr gute Ausrüstung, lila Evo und so weiter. Ich frage mich, was da passieren wird, wenn ihr schon mal eine Runde gehabt habt, bis ja, die eben auf 9 Runden hochgegangen ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ja, was dann passiert, falls ihr das wisst. Ansonsten schreibt dann gerne in die Kommentare, wie euer Release Day so war, ob es bei euch ja genauso grauenhaft war wie bei mir oder ob ihr es vielleicht besser gehabt habt und vor allem, was ihr vor dem Arena-Modus und die ganzen Änderungen heute. Ich finde die ganzen Änderungen eigentlich super cool, vor allem ich finde es sehr gut, dass die Horizon genervt und ist, dadurch ist sie jetzt wesentlich besser wie alle anderen. Ich finde es sehr gut, was die mit Lobo aufgestellt haben. Ich habe noch nicht genau austesten, Kinder, wie gut der Ring jetzt ist. Ja, ich habe gestern nur 2 Runden gespielt und das heute war meine erste. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, wie gut das mit Lobas Ring jetzt funktioniert, aber soweit sie gebufft worden ist, finde ich das schon mal sehr gut. Ansonsten finde ich es gut, dass sie Fuse ein bisschen gebufft haben, also dass man auf jeden Fall merkt, dass sie mitgekriegt haben, dass er zu schwach war. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht genug, da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Ansonsten, Release, der war absolut grauenhaft, das war der schrecklichste Start in der Season, den ich jemals gehabt habe. Und der hat mir echt den gestrigen und sogar den heutigen Tag ziemlich versaut. Ich war wirklich mad deshalb, weil ihr echt unbedingt gestern Abend noch wieder dazu raushauen wollt. Deshalb, naja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ihr auf der Part hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo, dann seht ihr euch beim nächsten Video. Ciao!